Natürlich möchte ich jetzt noch mal einen draufsetzen, wenn wir schon mal diese Fahrt gehen, möchte ich jetzt noch mal darauf noch mal einen draufsetzen. Und zwar, ich möchte eines der umstrittensten Gelehrten der islamischen Geschichte hier ansprechen, wo viele, viele Gelehrten Tekfir drauf gelesen haben. Also man sagt, 500 Gelehrten haben auf ihn Tekfir gelesen, also Ibn Arabi. Einige sagen zu ihm Sheikh Ekber, das ist der größte Sheikh, und das einige sagen zu ihm Sheikh Ekber, das ist der größte Kafir. Also so eine Person ist Ibn Arabi. Und wusstet ihr, dass Ibn Arabi mit dem Maß etwas zu tun hatte? Mit dem Maß? Und zwar, Cafer İskenderoğlu, ein türkischer Autor und Forscher, berichtet das zum ersten Mal, dass Ibn Arabi, eines der wichtigsten Werke von Ibn al-Arabi, ist das Werk, ins Türkische übersetzt, übrigens in 18 Bänder, ist das Werk Futuhat-ı Mekkiye. In Futuhat-ı Mekkiye berichtet Ibn Arabi von Tayyi Mekan. Was heißt Tayyi Mekan? Tayyi Mekan ist eine Eigenschaft der Gelehrten, also der spirituellen fortgeschrittenen Gelehrten, dass sie an einem Ort, Entschuldigung, dass sie an mehreren Orten gleichzeitig gesehen werden. Das sagt man in der Wissenschaft des Tasawufs. Du kannst an zwei Orten gleichzeitig gesehen werden, das nennt man Tayyi Mekan. Oder beziehungsweise du kannst einen Ort, den du in einem Monat bereist, kannst du plötzlich in zwei Sekunden bereisen. Ja, kannst hier zum Beispiel in, keine Ahnung, in Deutschland sein, kannst aber auch gleichzeitig in Mekka dein Gebet verrichten. Das nennt man Tayyi Mekan, da gibt es auch Beweise dafür. Aber es ist umstritten. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Tayyi Zaman, dass man in der Zeit reisen kann. Beweise gibt es dafür bei Hidr a.s., bei Zulkarnain und viele anderen Geschichten, wo ich jetzt nicht weiter rein möchte. Und in seinem Werk Futuhat-ı Mekkiye berichtet Ibn Arabi von Tayyi Mekan und sagt, dass er unterwegs gewesen war im Universum und unterschiedlichen Gegenden und hat diese Gegenden, wo er bereist hat, als Hakikate Arz bezeichnet. Also der reale Boden. Hakikate Arz. Ja? Da gibt es einen Vers im Koran, in der Sure Zariyat. Wir werden inshallah in den kommenden Unterrichten, das ist noch eine Mekki-Sure, darüber berichten. Nämlich in der Sure Zariyat, im 7. Vers, sagt Allah, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. Das heißt, bei dem ausgewogenen und schönen Himmel, bei dem Himmel, der ausgewogen und schön ist, in dem es Bahnen und Wege gibt. Also es gibt in den Himmel, im Universum, Bahnen und Wege. Das sagt der 7. Vers, ein bisschen sinngemäß, der Sure Zariyat. Ibn Arabi, der zwischen den Jahren 1165 und 1240 gelebt hat, er ist, wie gesagt, in Mursi geboren, in Andalusien, ja, Mursi. Also das ist das Ort, wo, übrigens, ihr kennt Mohammed Mursi, der Name kommt von dort, also übrigens, der kommt von Cordoba, also von Andalusien. Ibn Arabi ist in Mursi geboren, quasi im heutigen südlichen Teil von Spanien, also, ne? Und ist von dort wirklich gereist, ist über Nordafrika, mehrmals nach Mekka, nach Konya, nach Scham. In Scham ist er letztendlich gestorben, hat in Konya lange Zeit lang gelebt, bei Sadreddin Konevi hat sein Werk Futuhat-ı Mekkiye aufgeschrieben. Und er ist letztendlich in Scham gestorben und man wollte ihn töten, ja, Ibn Arabi. Sein Grab ist heute in dem Ort von Jebel Qasiyun, das ist einer der höchsten Berge von Damaskus, an den Eteklerinde, also quasi an dem Beginn dieses Berges ist sein Grab. Und sein Grab hat damals entdeckt Yavuz Sultan Selim, als er Ende 1516, Anfang 1517 hier über Damaskus kam, hat dann Kudus, also beziehungsweise Jerusalem erobert und dann letztendlich im Februar 1517 dann Ägypten, kommt dann nach Damaskus und entdeckt das Grab von Muhyiddin ibn Arabi. Und Muhyiddin ibn Arabi sagt, 300 Jahre bevor Yavuz Sultan Selim nach Damaskus kommt, sagt er, wenn Sin nach Shin kommt, wird das Grab von Muhyiddin entdeckt werden. Also, Isa dachale sin ila shin, asunnu kharaja qabrul muhyiddin. Das ist ein bisschen so ein Dings. Und das ist wirklich super. Als Sin Selim nach Shin, Scham kam, hat er das Grab von Muhyiddin entdeckt. Allahu alam natürlich. Das sind sehr spekulative Sachen. Aber es wird darüber berichtet. Ja, und ich möchte auch natürlich einen Kommentar dazu abgeben. Dort sagt Ibn Arabi,
Die Menschheit wird eines Tages in den Weltraum reisen. Wenn sie beim Mars vorbeischauen, er sagt nicht Mars, dort heißt es Merich, werden sie einige Spuren und Zeichen sehen, die ich für sie hinterlassen habe. Dann sagt er, ich betrat einen Ort aus weißem Kampfer und da waren verschiedene Orte darin. Einer war heiß als Feuer, heißer als Feuer. Eine Person betritt es und dieses Feuer verbrennt eine Person nicht. Heißer als Feuer, aber du verbrennst nicht. Dort war es an manchen Stellen lauwarm und an manchen Stellen kalt. Also wie gesagt, Ibn Arabi sagt das in seinen Werken, wie gesagt, Ja'far Iskandarullah hat das damals entdeckt, dass er eine Spur hinterlassen hat auf dem Mars. Und wir werden inshallah die Koordinaten durchgeben jetzt, wo ihr selbst nachgucken könnt. Und ihr werdet jetzt auch ein Video eingeblendet sehen, gleich inshallah, wo ihr das sehen könnt. Hier hat er zum Beispiel auf dem Mars dieses Wort hinterlassen, wird gesagt. Salam. Dies ist im Mars. Tatsächlich, es ist, wie er berichtet, ich betrat einen Ort aus weißem Kampfer. Das ist wie so weißer Pulver. Das ist ganz weiß hier. Und dort hat er vielleicht, vielleicht das. Und er sagt, viele verschiedene andere Zeichen hinterlassen. Hier steht Salam geschrieben. Also nochmal für die Leute vielleicht ein bisschen deutlicher. Nochmal so. Und ja, wenn ihr jetzt die Koordinaten hier eingibt, hier gibt es drei verschiedene Koordinaten bei Google Earth für den Mars, dann werdet ihr genau dieses Video jetzt sehen, was euch jetzt entgegenkommt. Quasi wir zoomen von der Welt auf den Mars und dann werdet ihr sehen, wie auf der Südpolregion, also im südlichen Teil des Marses, wenn wir da jetzt ein bisschen ranzoomen, zoomen, dass genau dieses Zeichen dort zu sehen ist von, in Anführungsstrichen, vermutungsweise Ibn Arabi. Kann das sein? Alles kann sein. Ich sage nur eins, das ist keine Akide, aber ich sage mal so, wenn der Shaitan in einer Sekunde von einem Ort auf die andere reisen kann, können das bestimmte Leute natürlich auch. Oft das was mit irgendwelchen Sterntoren zu tun hat oder etwas anderes, ich weiß es nicht und das ist auch meine Aufgabe, nicht das zu wissen. Bloß um das Thema nochmal aufzusammeln, Ahkaf. Wo ist Ahkaf? Ich habe von einem Geschichtsschreiber gehört, ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört und gesehen. Im türkischen Programm wurde das gesagt. Als Ibn Arabi auf dem Mars gewesen war, also auf dem Planet von Merich, gab es, also warum ist überhaupt Ibn Arabi auf dem Mars gereist, sagt man. Warum überhaupt? Weil es dort ein Volk gegeben haben soll, welches von ihm Hilfe gesucht hat. Daraufhin soll er dorthin gereist sein und soll dieses Volk, was ca. 200, 250 Leute gewesen war, dort gerettet haben und soll es in Nordafrika eingesetzt haben. Dieses Volk ist in Nordafrika, soll es gelebt haben, aber dieses Volk ist jetzt quasi verdampft, lebt irgendwo, ist mit den Menschen zusammen, also ist quasi assimiliert mit der Menschheit und ist quasi irgendwo untergegangen im nördlichen Teil von Afrika. Allah weiß es natürlich am besten. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.